Oh, jetzt wird Feuer gemacht. Jetzt wird's warm. Haben wir zu Recht Matthias, wenn auf. Hier Feuer gemacht wird, solltest du Reis ausnehmen. Wir kennen das. Ja, lange her. Feuerlöscher haben wir auch hier. Alles sicher. Das riecht auch schon schön nach Gas, ja. So. Handelsüblicher Bunsenbrenner. Handelsüblicher Bunsenbrenner oder Campingbrenner. Und ich nehme hier eine Getränkedose, in die fülle ich 5 Milliliter Wasser ein. Das muss nicht einmal genau stimmen. Das hat der Chemiker so im Kopf. Das hat er im Gefühl. Wie viel Milliliter ist, ja. So, und jetzt wird über dem Bunsenbrenner oder dem Campingbrenner das Wasser in der Dose erhitzt. Erst wird's warm, dann wird's wärmer, dann wird's heiß, jetzt wird's heißer. Man sieht schon hier oben, dass hier Wasserdampf austritt. Mhm. Und das kochende Wasser sorgt dafür, dass in der Dose die vorhandene Luft verdrängt wird. Ich habe jetzt in der Dose nur Wasserdampf. Mhm. Ist die und jetzt schon raus, nach der kurzen Zeit? Die ist jetzt raus, ja. Ja, okay. Sonst wäre es da oben nicht rauskommen, ne? Ja. Und jetzt halte ich das Kopf über, hier in die kalte Dose, ins kalte Wasser. Und jetzt passiert Folgendes. Durch das Abkühlen an der Oberfläche wird der Wasserdampf kondensiert. Und flüssiges Wasser braucht wesentlich weniger Volumen, wesentlich weniger Platz als gasförmiges Wasser.